Inspiration in 108 Leitsätzen von Matthias Ennenbach. Ist das ein preiswertes, vielversprechendes Buch oder ist das nur ein billiger esoterischer Fetzen? Guten Morgen. Kurz eine Bemerkung generell vorab. Ihr habt sicher schon mitbekommen, dass ich es oft tatsächlich nicht schaffe, jeden Samstag eine Rezension zu veröffentlichen. Der Denker in mir hatte sich vorgenommen. Aber auch trotz dessen, dass er quasi seit 2,5 Jahren jeden Tag für unsere Weiterentwicklung arbeitet, schafft er es nicht, dieses Ziel zu erreichen. Bisher. Daher überlege ich oder der Denker in mir, an den Tag des Food Diaries kein weiteres Video zu veröffentlichen. Der Input an Informationen, der sozusagen dem Denker, ja, was dem Denker unterliegt, damit er die Informationen bekommt, der ist sehr, sehr wichtig. Und er ist auch nicht zu vernachlässigen. Und das ist eben das Lesen. Das Ziel bleibt jede Woche, ein komplettes Buch zu lesen und eben auch zu rezensieren. Zusätzlich zu der Arbeit an den täglichen Videos und die Arbeit, die ich sozusagen mit jedem von euch habe, der mir persönlich eine Mail schreibt, bei Facebook oder bei YouTube kommentiert. Und das möchte ich eigentlich auch betonen. Nicht die Einzigartigkeit dieses Kanals im deutschsprachigen Raum soll manifestiert werden, jeden Tag ein Video zu machen und dadurch das Ego oder mein Ego wachsen. Nein, diese Arbeit soll getan werden. Warum? Weil sie sinnhaft ist. Dieser Kanal hilft täglich vielen Menschen, sich weiterzuentwickeln und ein besseres Leben zu bekommen. Durch aktuelle Informationen, durch konkrete Hilfe im Gespräch oder durch Inspiration. Und dann sind wir auch schon mitten in der Rezension des Buches. Denn der Herr Ennenbach hat selbiges Ziel. Er möchte in 108 Leitsätzen unser Leben durch Inspiration verbessern. Diese Inspiration kann auf vielfältige Weise passieren. Inspirationen in diesem Buch sind auf Gedankenanstöße beschränkt. Das möchte ich gleich vorab sagen. Er aktiviert die Bewusstheit, das Denken. Und da auch direkt auch der Hinweis, der Autor nutzt das Wort Bewusstsein, um Bewusstheit auszudrücken. Damit schneidet er quasi den ganzen Teil des Seins weg. Dieses Buch appelliert nur an den Denker und schafft keine wirkliche Klarheit über die einzige Wahrheit, die zumindest mein Bewusstsein erkannt hat. Er reißt immer wieder mal das Bewusstsein an. Er nutzt auch Begrifflichkeiten wie Ego und er erkennt auch die Probleme, die damit einhergehen. Aber der Autor geht diesen Weg nie zu Ende. Aber dadurch erreicht er etwas sehr, sehr Wertvolles. Er schafft eine Brücke. Eine Brücke, die einen Menschen, der wirklich mit Spiritualität und Bewusstsein nichts am Hut hat, erleichtert, die Wahrheit zu finden. Und das ist auch ganz klar die Zielgruppe, die der Autor bedient. Hier wird der Mensch aus der Mitte der Gesellschaft angeregt, eine Bewusstheit, die der Autor Bewusstsein nennt, zu aktivieren. Die 108 Leitsätze sind keinesfalls, wie ich gedacht habe, eine Aneinanderreihung von klugen Sprüchen, sondern ein fast 300 Seiten starkes Buch mit einem sehr, sehr hohen Informationsgehalt. In diesen 300 Seiten sind die Quintessenzen von zahlreichen spirituellen Lehrwerken, von quantenphysikalischen Aufsätzen und Lebensratgebern zusammengefasst. Er stellt die Problematiken von Konditionierung, Ego, dem Tod, die Priorität des Seins, der Flucht in Vergangenheit und Zukunft genauso dar wie das fundamentale Prinzip der universellen Energie und der Feinstofflichkeit dieser Welt. Es ist wahrlich eine absolute Schatzkiste an Gedanken, Bewusstheit. Aber und da wiederhole ich mich gerne, der Autor geht diesen Weg nicht zu Ende. Ein gutes Zitat, was diese Inkonsequenz auch ausdrückt, ist auf Seite 262 zu finden, wo es um die Auseinandersetzung mit dem Tod geht. Er sagt: Verschieben Sie es, aber verdrängen Sie es nicht ganz. Er nutzt dieses Zitat, um Menschen, die noch nicht bereit sind, sich dem Thema Tod zu stellen, etwas Raum zu geben. Was es natürlich angenehmer und praktikabler macht, sich durch das Buch zu lesen. Quasi nach dem Grundsatz, alles kann, nichts muss. Das ist didaktisch durchaus sinnvoll,
Aber dadurch werden sich anspruchsvollere Gemüter oder erfahrenere Gemüter, die auch bereit sind, sich den Anforderungen ein komplett wahrhaftiges und im Einklang mit dem Universum führendes Leben zu führen, zu stellen, etwas abgeschreckt fühlen. Das Buch geht also nicht in die Tiefe der Spiritualität und hat nicht den Anspruch, den Leser die Essenz einer Erleuchtung darzubieten. Aber es gibt wertvolle praktische Tipps, die quasi den Weg zur Erleuchtung, die darauf liegen. Eben die Bewusstheit als ersten Schritt zum Bewusstsein. Wer sich von den spirituellen Videos auf diesem Kanal oft überfordert fühlt, der kann hier bedenkenlos zuschlagen bei dem Buch. Da das Buch quasi dieselbe Zielgruppe hat wie dieser Kanal und einfach kurz und prägnant Inspirationen liefert, die im darüber Nachdenken verwurzelt sind. Und einige dieser Inspirationen decken sich fast 1:1 mit einigen Videothemen, die ich auch hier auf diesem Kanal schon euch präsentiert habe, die eben nicht unbedingt auf die Spiritualität, sondern eher auf das Denken gerichtet sind. Und auch noch ein Vergleich mit dem Kanal Raw Spirit macht Sinn. Die Kapitel, bis auf einige kleine Ausnahmen, können ebenso wie meine Videos unabhängig voneinander gelesen werden und entfalten ihre Wirkung auch komplett ohne den Zusammenhang mit vorherigen Kapiteln. Bei mir analog den Videos. Also das ideale Buch, um einfach mal schnell reinzulesen und seine Bewusstheit anzuregen. Mit einem Preis für 15 Euro für das E-Book kann der Denker in mir hier für diese Zielgruppe eine wirklich bedingungslose Kaufempfehlung aussprechen. Volle 5 Sterne. Für den in der Spiritualität geübten und praktizierenden, da wird einfach der Tiefgang und eben auch die Konsequenz fehlen. Was aber durch die Vielfalt der Anregungen auch wieder wettgemacht wird. Hier würde der Denker in mir 4 Sterne vergeben. Und wenn 15 Euro für euch nicht so viel Geld sind, dann gibt es hier auch fast 5 Sterne. Zusammenfassend und auch aufgrund der Masse der Menschen, die noch nicht so weit in die Spiritualität vorgedrungen sind, bleibt für den Denker in mir stehen, dass man eigentlich 5 Sterne vergeben kann. Das Buch ist brandneu und ist erst im Februar diesen Jahres erschienen. Den Link zum Buch findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Und dort könnt ihr auch andere Rezensionen von anderen Menschen begutachten, so denn es sie schon gibt. Wie gesagt, das Buch ist relativ neu. Ich glaube, es waren 4 oder 5 Rezensionen schon zu dem Buch vorhanden. Also ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian.